Also ich finde es ganz nett, wenn jemand ein bisschen musiziert. Aber ja, ich meine, wer es mag. Hey, also, ja, für mich zum Beispiel geht ein ganz anderes an. Ich bin wiederum, wie soll ich sagen, wenn ich zum Beispiel den Boris Becker sehe. Also bei Becker, da flippe ich aus. Muss ich sagen, bei Becker, man muss natürlich auch sagen, dieser Becker ist im Allgemeinen, ganz egal, ob er auch einmal verliert, aber immer wenn er auftritt, das ist Dramatik, da knistert es. Das ist der Star der Arena, verstehen Sie? Becker, dieser Mann, das ist ein Fighter, ein klassischer Gladiator, der hat ein Charisma. Ich meine, das hat Sempres, ist auch ein Spieler, ne? Klar, nicht mehr, auch Muster, sicher, Muster ist ein Fighter Natur, aber zum Beispiel diesem Muster fehlt meines Erachtens dieses Beckerhafte. Verstehen Sie? Sie sehen, natürlich, ich bin ein Tennisfreak, ganz klar. Ich muss auch sagen, also ich schaue mir alles an, ob das Australian Open ist oder New York Open oder Filderstadt Open, BMW Open. Nee, für mich kann es nicht Open genug sein. Ne? Auch Bayern Open, selbstverständlich. Nein, aber ich muss sagen, also, naja, gut, schauen Sie, jetzt haben wir Mai. Nicht mehr lange, der Countdown hat begonnen. Dann bin ich sowieso an das Zenit, nicht wahr? Des Tennis bin ich wieder in Wimbledon, nicht wahr? Ich bin jedes Jahr in Wimbledon. Ich habe meine Tickets nicht immer alles gefaxt. Na, also Wimbledon, das ist für mich, wie soll ich sagen? Wimbledon, das müssen Sie so sehen, das ist, für einen Tennisfreak ist Wimbledon was für einen Katholiken Altötting ist. Verstehen Sie? Das ist einfach, nein, das ist, wie Sie, die Engländer sagen ja auch Wimbledon, it's a must. Verstehen Sie, das ist einfach, man muss das aber auch richtig, wenn Sie, Wimbledon, das kann man mit Deutschland nicht vergleichen. Das können Sie, das ist ein ganz anderes Level, and it's a different world. Verstehen Sie, das können Sie mit Deutschland, nein, schauen Sie die Leute in Wimbledon, die sich Tennis anschauen, das sind Leute, die haben ein Know-how. Nicht wahr? Das sind Leute, die verstehen etwas, das sind Connoisseure. Verstehen Sie, das ist eine Public, das sind Nobles, ja, das ist Aristokratik, keine Krattler wie bei uns. Verstehen Sie, nein, Moment, das müssen Sie einmal erleben, das muss man einmal in seinem Leben erlebt haben, ja, im Center des Center Courts, ja, da sind Sie aber wirklich im Zenit der Welt, da sitzen Sie da, vor Ihnen die Royals, auf Tuchfühlung, so wie Sie. Ja, nicht wahr? Ein Duke von Windsor, ein Duke von Wellington, ein Royal nach dem anderen. Ja, der vor ihren Augen ein Coca-Cola sauft, mein lieber Schwan. Also, ich sage Ihnen etwas. Ich habe einmal durch Zufall in Ampfing erlebt, wie unser Ministerpräsident eine Leberkässemmel gegessen hat. Also, erschreckend. Nein, bitte. Verstehen Sie mich richtig, ja? Ich meine, Stoiber, ich stehe zu Stoiber, das ist in der Politik eine Lichtgestalt, der Mann. Man fragt sich, ob er es notwendig hat, so eine Leberkässemmel zu essen. Hat man doch nicht notwendig, nicht wahr? Nein, ich will nur sagen, verstehen Sie, Tennis, das ist England, schauen Sie, in Deutschland, in Deutschland will ich gar nicht reden. Ja, nur weiß ich, bei uns, verzeihen Sie den Ausdruck, heute jeder Arsch weiße Schuhe kaufen kann. Da hat er mit Tennis nichts zu tun. Bei uns spielen heute Leute Tennis, die hätte man vor 2 Jahren noch aus dem Bierzelt rausgeschmissen. Ja. Ach, hören Sie, ich weiß doch, wovon ich rede. Ne? Könnt ihr Ihnen da Sachen erzählen? Schauen Sie nicht lange her. Wir haben in unserem Badhausen, haben wir ein Tennis für die Youngsters. Haben wir ein Turnier in Little Wimbledon organisiert. Na, da spielt mein jüngster Sohn, der Sven, Nein, der ältere ist bei der Bundeswehr, der Pascal. Und er spielt mit einem Kindkollegen, nicht wahr? Und dessen Mutter, eine aufgemaschelte Person, Ding hat's angehabt, sagen Sie es mir, weiß nicht, Leopard oder Jaguar. Ich kenne mich bei diesen Tieren, was? Na, kein Goldhamster. Auf alle Fälle unangenehm. Die Frau schreit, während die da spielen, schreit die immer da rein. Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline. Sag ich,
bitte, gnädige Frau, bitte lassen Sie doch die Jungen, lassen Sie spielen. Lassen Sie die jungen Leute, die sollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Die jungen Leute, die machen das schon. Ich sag, bitte, turn off, ne Frau, sag ich, lassen Sie das. Na? Die jungen Leute, die sollen lernen, siegen, nicht mal psychologisch, Niederlagen, nicht mehr Victory und dann wieder Shake Hands. Ja, aber diese Frau, das ist... Oliver, pass auf, er spielt Longline. Sag ich, gnädige Frau, bitte, haben Sie doch das Einsehen gemacht. Nicht wahr, Sie können doch, man coacht doch niemand während eines Matches. Man coacht doch nicht während die Matchen, sag ich, bitte, lassen Sie doch die. Na, ich hab gedacht, mein Gott, hätt's es halt, ne, man hätt's halt ein scheiß Kind dahergebracht und nicht so ein Spasti. Ja, nein, das hab ich nicht gesagt. Ne? Aber diese Frau, das sag ich natürlich nicht. Na, aber die Frau dann immer wieder, Oliver, pass auf, er spielt Longline. Sag ich, Frau, also bitte jetzt, können Sie das nicht, lassen Sie es doch, das ist eine Manie. Ne, wissen Sie, also ich bin sehr gutmütig, ich bin ein gutmütiger Esel, ja, aber bei der Frau ist mir auch der Kamm geschwollen. Ne, bis ich dann selber runtergerufen habe, gesagt, geh weiter, Sven, blasen weg, den Kröppel vom Platz. bitte, Moment, bitte, verstehen Sie mich. Ja? Nein, bitte, also jetzt. Tun Sie das bitte nicht missdeuten, ja? Ich bin ein Mensch, ich will, dass die jungen Menschen, die sollen lernen Selbstbeherrschung, ja, die sollen lernen Selbstdisziplin, sich zurückhalten. Das ist Tennis, verstehen Sie, das ist ein Sport, da muss man sagen, Common Sense, Social Behavior, Education, verstehen Sie, aber vom Basement aus, ja, das ist für mich Tennis. Ne, aber diese Leute mit dem Oliver, pass auf, das macht man doch nicht. Ne, was sind denn da? Aber wissen Sie, ich kenne diese Leute, ich kenne sie doch. Ich kenne diese überambitionierten Arschlöcher, ich kenne sie. Ne, da kommen sie daher, ne, mit ihrem Gnomen an der Hand, ne, führen ihn zum Schlechter, auf Deutsch Trainer. Da weiß ich doch schon, das Geld können sie in den Kamin hängen. Ne, das wird doch niemals mit diesem genetischen Sondermüll. Ne, was wollen? Ne, verstehen Sie? Nein, verstehen Sie mich bitte richtig. Ja, ich bin der Meinung, Tennis, das ist doch, da muss doch, nicht wahr, da geht's doch um etwas. Das ist wirklich, da ist ein Anspruch dahinter. Sie werden doch niemals erleben, dass mein Sohn da rumproletet. Das macht er nicht. Ich sage auch zu der Frau, wissen Sie bitte, sehen Sie doch, wir Adults, wir haben doch eine Verantwortung, eine Responsibility vor den Kids. Die orientieren sich doch an jemanden. Wenn wir schon versagen, wir müssen uns doch Correctness, verstehen Sie? Das gibt's doch nicht, sich so ein Verhalten. Nicht, das ist falsch. Sie werden nie erleben, dass mein Sohn da irgendwie rumproletet wie ein Underdog und Schläger schmeißt und Fuck schreit. Der schreit nicht Fuck. Nein, und wenn der Fuck schreit, schreit er nur einmal Fuck. Ja, weil ich dann selber runtergehe und ihn an den Ohrwaschel nehme und mit ihm den Platz abziehe. Ja, so schaut's aus. Und dann schreit diese Person da immer rein, Oliver, pass auf, ich bin Longline. Sag, nee, Frau, jetzt bitte unterlassen Sie doch das, Sie Amsel, Sie Blöde. Ja. Sag ich, Sie können doch rauskommen, sag ich, sowas wie Sie mit der Scheißbürsten können so nicht mehr rauskommen. Was willst du denn, sag ich, du Blosn, du Blöde, sag ich, jetzt lass dich dabei. Das ist doch Schweißwiesen, der Feinde, sag ich, du Brutzkachel, du Ochsorte, sag ich. Ja, dann hat sie sich beschwert, ich werde mich beschweren, ich gehe zur Turnierleitung. Aber wenn sie so jemand kann sich beschweren, die soll rück zur Turnierleitung gehen. Einfach so eine Hämorrhettenbritsche Sache. Ja, das ist